Servus Leute und herzlich willkommen. Ja, wir sind gerade im Pferdestall, bei mir ist Freitag. Und ja, zeitlich sind wir jetzt 17.18 Uhr, Viertel 6. Ja, ich habe hier unten angefangen, habe meinen Stall gründlich sauber gemacht heute. Ja, vorhin kam ja der Vlog, da habe ich ja heute früh schon was gefilmt. Und jetzt stehe ich hier hinten und mache den Stall sauber oder habe den Stall sauber gemacht. Mal wieder alles rausgeräumt. Ja, die Wände können immer noch gekalkt, ich weiß. Ja, müsste man halt immer Zeit haben dafür. Kommt aber immer wieder was Neues. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier sauber gemacht. Jetzt gibt es da noch ein frisches Wasser und frisches Heu und Stroh. Und ja, ich habe mir gedacht, ich probiere heute gleich einmal mein Tor aus. Schau mal, ob ich hier reinfahren kann. Ja, das habe ich gemacht und da steht mein Kram. Ja, ich wollte erst den Allgäuer nehmen, aber der Kramer stand direkt vorm Allgäuer. Und habe ich gedacht, jetzt wenn du den Kramer anmachst, dann fährst du den bloß auf Seiten, damit du an den Allgäuer kommst, da irgendwie schmarrn. Deswegen habe ich jetzt den KA15 genommen. Ja, ich habe auf alle Fälle jetzt im Stall alles rausgeräumt und habe Hausen schon mal ein bisschen was mit abgeäppelt. Ja, und wer sich fragt, warum ich so komisch hitsch, ja, ich habe vorhin Mist verfahren und bin abgestiegen vom Bulldog und irgendwie auf so einen blöden Stein umgeknüffelt. Tut ein bisschen weh. Egal, passiert. Jo. Mein Zaun, habe ich das letzte Mal geschrieben, mal sehen, ob es funktioniert. Habe ich gerade festgestellt, es funktioniert schon mal nicht. Und der Maggie, der hat gerade mal gemeint, der muss aber durch den Zaun durchsteigen, weil da hinten das Laub so schön grün ist. So viel Grünfutter auf der Fläche hier, aber das Laub ist grün und da muss man da durch und da muss man mal gucken, wie das schmeckt. Und das ist einfach durchgestiegen. Ja, jetzt steht er wieder ganz normal drin. Der hat den Zaun dabei nicht beschädigt, aber ich muss jetzt noch mal sehen. Kann es eventuell doch sein, dass ich noch zwei Litzen brauche. Eine in der Mitte unterhalb von der dünnen Litze und eine unten auf 20 cm. Ich denke, dann soll es gut sein, aber jetzt warten wir mal ab. Aber ich denke mal, für die Zukunft werde ich da wohl noch ein bisschen nachrüsten müssen. Hilft alles nichts. Und so blöd wie es ist, die Neid zerbauen, aber jo, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, dass die Biester da dann doch einmal stänkern und durchgehen. Ja, da oben stehen sie jetzt mampfengenüsslich. Die lassen sich's gut gehen. Ja, da oben in die Fläche, da bin ich schon lange nicht mehr reingekommen. War ja alles zugewuchert. Letztes Jahr haben wir es dann bloß runtergemulcht gehabt. Weil soweit hat mein Zaun nicht mehr gelangt, dann auf in die Ecke und ja, jetzt hat es doch einmal wieder funktioniert und ist ganz gut so. Gut, ich werde jetzt mal schnell den Mist verfahren und dann brauche ich noch ein Heu und das Stroh. Dann füllen wir noch ein Wasser auf und dann machen wir für heute Feierabend, dann reicht es heute. Weil ich glaube, ich muss meinen Fuß doch ein wenig hochlegen, das tut nämlich höllisch weh. Der ist auch gescheit angeschwollen. Ja, mache ich auf alle Fälle dann Schluss und abäbeln kann ich dann morgen noch ein wenig. Und morgen steht dann auch an Schweinestall und Hühnerstall ausmisten. Und ich werde wahrscheinlich Nachmittag mal sehen, wenn ich es schaffe, auf Kulmbach reinfahren, zum Mönchshofgelände. Da waren morgen auf 16 Uhr dann LKW erwartet, Krupp de Tarn zum Beispiel. Ja, Kulmbach war mal Standort für die Krupp Südwerke. War ja quasi durch den Krieg, sind hier unten Berge gebaut worden. War ja da oben im Rheingebiet quasi alles zerbombt. Und ja, dann hatten die hier unten Berge. Und hier sind dann nach dem Krieg LKW gebaut worden. Und das, wie gesagt, morgen dann ein Treffen. Da werde ich vielleicht auch mal vorbeigucken. Eventuell ein paar Bilder machen. Hat man doch nicht alle Tage. Ja, mal gucken. So Leute, das Wochenende ist schon wieder rum. Ja, die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Am Samstag haben wir ja noch den Livestream gemacht. Da haben wir ja gesagt, mir tut der Haxen gescheit wie. Ja, jetzt haben wir Montag. Mittlerweile ist mit dem Haxen wieder ein wenig besser. Zwickt zwar immer noch ein wenig, aber Arbeit haben wir trotzdem. Ob der Haxen jetzt so wie tut oder nicht, das ist mir wurscht. Wird weitergemacht. Ja, auf jeden Fall. Freitag natürlich dann umgeknöchelt, dann ist die Arbeit liegen geblieben. Samstag konnte ich ja fast gar nicht laufen. Samstag war dann jemand da, der hat noch die alte Aggerschiene vom K15 geholt. Der hat mich im Januar angeschrieben,
und wollte es eigentlich im Januar schon holen, das hat nicht geklappt. Ja, dann hat sich alles verzögert, verzögert, verzögert. Ich habe sie für eine eingelagert gehabt, das war so ausgemacht, überhaupt kein Thema. Und ja, jetzt letzten Samstag war er dann da. Ja, schön war, wir haben halt dann einen Hofrundgang gemacht, der hat sich mal alles angeguckt. Ringsrum, alles angeguckt, was wir so haben. Schlepper angeschaut, Mähdrescher angeschaut. Ich habe nochmal mit ihm rumgeführt. Wir haben bestimmt 4 oder 5 Stunden geratscht gehabt. Also für das, dass ich eigentlich auf der Durchreise war und bloß die Angerschiene holen wollte. Das war aber ein nettes Gespräch. Der kam aus Rostock, war aber irgendwie. In Ja, ein bisschen stolz auf dich. Ja. War aber dann irgendwie da unten am Bodensee bei Wangen. Und ja, auf dem Rückweg hat er dann die Angerschiene mitgenommen. Naja, das hat auf alle Fälle geklappt. Sonntag dann Stall ausmisten ist da nicht. Mit dem Hintergrund rumfahren, schlecht. Ja, und jetzt haben wir Montag. Ich war heute dann ganz normal arbeiten, vorhin heimgekommen. Brütend warm draußen, 31 Grad. In der prallen Sonne dann hier runterstellen und ausmisten. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Da habe ich mir erst mal ein wenig nachgeguckt, da habe ich Eis gegessen. Hab die Seele quasi ein bisschen baumeln lassen. Erst dann mal ein wenig runterkommen von der Arbeit. Ein wenig abschwitzen. Ja. Und jetzt ist ein bisschen kühler. Wir haben jetzt mittlerweile 7. Und jetzt bin ich drüber. Jetzt mache ich zumindest mal den Schweinestall hier unten sauber. Nein, das ist meine Hose. Kauf dir selber eine. Echt jetzt, diese Schweinchen. Jetzt mache ich zumindest einmal den Schweinestall sauber. Pferdestall habe ich vorhin auch gleich mitgemacht. Und ja, bei die Quietschi war ich unten, bei die Gens, die habe ich versorgt. So, jetzt machen wir mal schnell die Schweine, die haben es dringend notwendig. Gell, Fergi? Gell, Fergi? Und dann redst halt nicht mit mir. Ja, jetzt auf einmal. Ja, Fetti. Für das, dass du mal der Kleiner warst. Was willst du jetzt mit meinem Schuh? Teufel. Nein! Immer noch meine Hose. Ja, machen wir halt hier mal sauber. Bis dann gleich verfahren. Der K15 steht schon da. KA15, K15. Vermische ich immer wieder. Ja, und zum Thema Abschwitzen, was ich vorhin gemacht habe. Wie man sieht, jetzt nimmer. Ich habe eine lange Hose an, ich mag keine kurzen Hosen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das Einzige, wo ich eine kurze Hose anziehe, ich habe eine Lederhose, die ziehe ich gerne mal an, aber dann auch nur auf Schleppertreffen oder so oder sonntags. Aber sonst normalerweise gar keine kurzen Hosen, weil immer wenn du im Stall arbeitest, du hast dann Mücken und seichte Sticht. Und mit langer Hose hat man das Problem eher weniger. Mit kurzer Hose schauen die Beine immer so aus, das mag ich überhaupt nicht. Und wenn es juckt, bäh, ekelhaft. Deswegen lieber eine lange Hose an und gutes. Ja, und T-Shirt. Nein! Sag einmal! Ja, ist halt ein bisschen wärmer. Ich, wie gesagt, ich spare mir das Fitnessstudio. Sau! Ja, Sau! Willst du jetzt selber ausmisten? Ja, du bist der Schaube, mach ne? Das tut er schon nicht. Nö. Unmöglich. Na, ich mach mal weiter, wir sehen uns dann gleich nochmal. So, die beiden Wutzen haben jetzt dann frischen Stall. Einmal ein frisches, sauberes, klares Wasser. Und dazu natürlich wieder eine schöne frische Einstreuung. Ja, gründlich sauber gemacht alles. Jetzt haben sie noch Hunger. Ja, ich habe es jetzt in der Box da gelassen. Hat sich jetzt einfach angeboten. Also von mir hier rein, ich gedacht, ja, dann bleibe ich da vorne. Ist ja nicht schlimm. Bei der Wärmtrockner ist immer noch ja, hier ist auf alle Fälle fertig. Bei den Hühnern hinten gehören jetzt noch ausgemistet. Die haben aber auch frisches Wasser gekriegt und Futter. Bloß da muss ich morgen ausmisten. Heute schaffe ich es nicht mehr, weil A, gibt es jetzt dann Abendessen. Und B, wir haben heute auf der Arbeit beschlossen, bei den Temperaturen könnten wir eigentlich ein wenig eher anfangen und hören dafür ein wenig eher auf. Ja, das ist zumindest der Plan. Jetzt heißt es halt dann morgen früh um 4 Uhr aufstehen und um 6 Uhr das Arbeiten anfangen.
Deswegen schaffe ich die Hühner heute dann nicht mehr. Es ist jetzt mittlerweile 7:30 und das wird sonst zu spät. Das ist Quatsch. Macht keinen Sinn. Dann stehe ich hier noch ewig rum und dann muss ich vielleicht in der Wohnung noch was machen, Katzenklo reinigen oder bis ich dann wieder umgezogen, geduscht bin und gegessen habe, dann ist es zu spät, dann brauche ich nicht mehr schlafen gehen. Deswegen machen wir jetzt dann Feierabend. Ich wäre am liebsten mit allem fertig, dann kann ich besser schlafen, weil ich habe das überhaupt nicht gern, wenn die Stellträger sind, aber ja, ist halt so. Zumindest der ist jetzt fertig und die Pferde sind komplett fertig. Und morgen muss ich bei den Pferden eben noch irgendwas rausräumen. Von daher kann ich dann morgen die Hühner auch noch mitmachen. Da habe ich dann auch ein wenig mehr Zeit, weil wenn wir um 3 Uhr aufhören, dann bin ich so gegen, naja, ich tippe mal auf 3:45 rum daheim. Und dann schaffe ich morgen den Hühnerstall auf alle Fälle einfacher. Ja, eigentlich könnte ich jetzt auch bei dem Wetter noch meine eine Wiese mähen, aber Urlaub schaut im Moment ein bisschen schlecht aus. Ich überlege vielleicht Donnerstag, Freitag, ob ich da Urlaub gerechnet. Das könnte reichen. Jetzt hat mein Vater schon gesagt, nee, eigentlich kann ich die Wiesen mehr und ich kann sie rumheuen, weil es ist eh bei ihm drin. Und dann könnte ich es aufs Wochenende pressen. Ja, mal schauen, wie ich morgen fertig will. Vielleicht tue ich sie dann morgen mitmähen. Und das wird sich zeigen. Weil das wäre dann quasi der letzte Rest vom ersten Schnitt. Die Wiese. Ja, die sollen sich schmecken lassen. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen zusammen. Verfahre den Mist gleich noch, weil dann stinkt es nicht und die Lore ist gleich wieder leer. Und dann ist Feierabend.
Ja, weil ich ja mal gefragt worden bin in einem von den Videos, wo ich eigentlich den KA15 abstelle. Ja, ganz normal vorne an der Einspritzpumpe. An dem Hebel hier. Das ist der Hebel zum Vorpumpen. Und für die Dekompression, der wirkt auf die Nockenwelle unten. Ich mache die Ventile auf. Ja, und an dem wird einfach abgestellt. Hebel nach unten und der Bulldog ist aus. Ja, weil ich da mal gefragt worden bin, habe ich das jetzt gleich mit gezeigt. Bietet sich ja an. So, Abendessen habe ich jetzt. Jetzt ist mittlerweile 20:13 Uhr. Wow. Quasi jetzt endlich Feierabend, zumindest draußen. Ein bisschen runterkommen. Jetzt muss ich in der Wohnung noch putzen. Ja, blöderweise war die Badezimmertür offen. Gestern das Badezimmer frisch sauber gemacht, frische Badteppiche und alles. Meine Schwester hat die Tür offen gelassen und naja, die Katzen haben es ausgenutzt und natürlich den frisch gewaschenen Badteppich wieder gegossen. Ja, was den Katzenhirn vorgeht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, muss ich in den Hahn reingeschissen haben. Auf alle Fälle, jetzt geht's noch ans Wohnung putzen und dann ist endlich Feierabend. Video noch schneiden. Und ja, dann wird es auch schon langsam Bettzeit. Weil ich denke mal, heute werde ich um 10 Uhr Feierabend machen. Weil, wie gesagt, morgen um 4:20 Uhr klingelt der Wecker. Sind 6 Stunden 20 in etwa, wo ich schlafen kann. Temperaturmäßig habe ich jetzt hier drin circa 23,6 Grad. Außentemperatur habe ich gerade in meine Küche geguckt, sind 35,6 Grad. Also es ist schon 12 Grad Temperaturunterschied. Ich bin froh, dass ich hier alles zumachen kann. Ja, zum Lüften aufmachen heute Nacht werde ich wohl nicht. Weil, tja, wenn ich da jetzt aufmache, dann kommt bloß die warme Luft rein. Das wäre dumm. Naja, auf alle Fälle, das war es jetzt schon wieder für dieses Video. So schnell ist es immer rum. Es ist wieder nicht die Welt passiert. Halt wieder endlich einmal was ausgemistet. Ich denke mal, ich werde es noch so machen die Woche, dass ich vielleicht meine letzte Wiese hole mähe. Muss ich mal gucken. Das ist eh die, wo ich von der Stadt quasi habe. Und da wollte ich mich sowieso vorher melden, wenn ich sie mähe. Dass es wieder Komplikationen gibt, wie mit dem Baum. Ja, und dann wird das auch werden. Tja, und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ist halt jetzt einfach ein weniger Videomaterial. Tja, Thema Schwade. So am Samstag wieder angesprochen worden im Stream. Thema Schwade ist abgeschlossen. Da wird definitiv eine Fellerschwade wieder zusammengerichtet. Das hat drei Funktionsschwade, wie gesagt, für Frontanbau, zum Seitenschwaden quasi zum Rausklappen und als Heckschwade gedacht. Der bleibt dann quasi ganz normal. Der wird bloß wieder hergerichtet. Was aber anderes Thema ist, also Miststreu ist bei mir trotzdem noch nicht ganz abgehakt. Ich habe zwar gesagt, ich werde den Krüger wieder herrichten, nachdem das mit der Camperfräse da nicht geklappt hat, die ich eigentlich wollte. Aber irgendwie fuchst mich das doch an, diese Camperfräse, die reizt mich doch gewaltig, die streut ein bisschen mehr in die Breite. Ich fräse den Mist ab und so ganz aus dem Kopf ist mir das noch nicht gegangen und irgendwie reizt mich das schon noch. Ja, da haben wir am Samstag auch im Stream ein bisschen geguckt gehabt, ob man da was findet. Und ja, da war in der Nähe was gestanden, in Poxdorf, da war aber bloß VB dahinter, dann habe ich die angeschrieben und mir gedacht, na schaust du mal, was die verlangen. Ja, ist eine Fräse von, ich glaube, Baujahr 67, 68 oder sowas, schießt mich nicht. Jo, geschrieben 3.200 €. Also nee, bei dem Preis bin ich definitiv raus, da steige ich aus. Also ich habe jetzt schon gesagt, so bis 1.000 € vielleicht in den Dreh, dass ich mitgehe, dass ich was Brauchbares finde. Ich habe auch überlegt, das ist auch so eine Überlegung gewesen im Stream dann, eventuell einen zweiachsigen Miststreuer, also so einen mit Drehschemel. Wäre natürlich eine geniale Lösung, weil dann könnte ich das Streuwerk abmachen und hinten eine Bordwand drauf, dann hätte ich halt einen Transportanhänger für Heu. Wäre natürlich einerseits eine richtig geniale Lösung, hast du überlegt. Aber, und das ist das große Aber, die sind für 4 Tonnen Zuglast zugelassen.
Und die Camperfräse, die hat die Angewohnheit, die will relativ gut befüllt werden, damit sie sauber fräst. Also muss akkurat gefüllt werden. Und ich habe da die Befürchtung, durch das, dass wir hier Hanglage haben und nicht nur geraden Boden, dass es eventuell mit der Last auf der Hinterachse vom Schlepper ein bisschen knapp wird dann. Weil großer Vorteil natürlich von Drehschemel ist, du kriegst die Last von der Hinterachse weg. Du kannst mit einem relativ kleinen Schlepper einen großen Hänger ziehen im Endeffekt, weil du halt Stützlastprobleme nicht hast. Aber durch diese eben weniger Stützlast habe ich das Problem bei mir auf dem Boden. Sobald es bergauf geht, könnte ich ein wenig Traktionsprobleme kriegen. Ich sag mal so, am IHC wird es wohl funktionieren, aber am Krame, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, ja, das ist vielleicht noch ein wenig. Weiß nicht. Deswegen, da war ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ist zwar eigentlich schon eine gute Idee, so zweiachsige und mehr ein bisschen funktionaler wieder, aber das muss ich mir noch überlegen. Die sind halt vom Preis auch relativ teuer, haben eine recht lange Gelenkwelle wieder dran. Da musst du aufpassen beim Rangieren und na, ich weiß noch nicht. Rückwärtsfahren mit Zweiachse auf dem Feld ist dann auch so eine Sache. Ich meine, oft einmal ist ja dann gegrubbelt, dann ist der Boden relativ weich, dann lenkt sich's alles beschissen. So auf ebenem, festen Untergrund mag es gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, als Heutransportanhänger wäre es halt auch genial, welcher dem Kratzboden könntest du runter befördern. Aber im Feld, weiß ich noch nicht. Also normale Miststreue wäre mir eigentlich lieber, vor allem weil er halt ein wenig wendiger ist, den kriegst du leichter in die Scheune rein. Ich weiß auch nicht, was so eine Camperfräse als Zweiachse dann wiegt. Wenn sie zu schwer ist, kannst du nämlich nicht mehr einfach per Hand reinrangieren. Und was ich jetzt so gehört habe, da 4 Meter lang, dann geht es hinten schon recht eng zu. Na, müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, das mit der Fräse ist auf alle Fälle noch nicht ganz raus irgendwie. Das reizt mich schon und ich denke, da kommt da mal was. Ob es dieses Jahr schon klappt, weiß ich nicht, wenn sich was Passendes findet. Ansonsten, ja, fahre ich das Jahr noch mit dem Krüger, dann muss ich halt die Arme noch einmal anflicken, so wie ich es jetzt gemacht habe. Zur Not richte ich die Arme vom Krüger wieder zusammen. Ich meine, wenn er zusammengerichtet ist, entweder wenn ich dann wirklich was anderes habe, verkaufe ich ne. Oder, ja, weiß ich nicht, vielleicht hebe ich ihn auch auf. Ich kann die Walzen dann noch einzeln verkaufen, wenn sie gemacht sind. Hebe den Krüger auf, dass man den dann für einen Ladewagen oder Tiefladebau dann nimmt. Weil so ist er ja eigentlich in gutem Zustand. Ja, muss ich mal sehen. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, Miststreue ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also habe ich zwar gesagt, nee, da richtig unten zusammen, aber ich schaue schon immer mal, ob ich noch mal was finde. Mich ärgert es halt, dass mir die für 300 Euro durch den Lappen gegangen ist. Dumm gelaufen. Passiert. Na gut, jetzt war es das auf alle Fälle für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Und ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, bis die Tage. Servus.